nächste, bitte. Erstens. Zweitens. Ich finde es zwar voll schade, dass die Wölfe hier so dargestellt werden, aber was kann ich dafür? Ja, Wölfe haben eigentlich ein ziemlich nette Tiere, finde ich. Also ich kenne Wölfe nicht so. Aber gut. Sie werden nun mal leider hier so dargestellt. Klunker. Hinkebein. Ist Hinkebein zufällig unser Mentor, sag ich mal? Was haben wir denn da? Ein kaputtes Schiff. Nun, wenn sich ein Herrenhaus reparieren lässt oder neu in Stand gesetzt werden kann. So ein Schiff lässt sich doch bestimmt auch in Stand setzen. Wie wäre das geil? Das wäre ja übel geil. Unser eigenes Schiff. Also ich glaube, da stimmt jeder mit mir überein, dass das übel geil wäre. Und es gibt schließlich auch im Menü eine Erklärung zur Schiffssteuerung. Denn, ja, dann müssten wir auch nicht mehr... Ich weiß jetzt nicht, ob wir für die Schnellreise eben zahlen mussten. Ich weiß es nicht. Ich hab den Geldbetrag vorher nicht gemerkt. Okay, können wir hier überhaupt hoch? Muss mir mal den Fels angucken. Möglich, aber ich glaube eher, dass es... Ich glaube, von da drüben geht es besser. Ich habe jetzt keine so markanten Sprünge oder Risse oder Kanten. Oder ich habe einfach nichts gesehen, wo man sich gut hochhangeln kann. Ja, genau. Hier dachte ich, mir geht's besser. Und das geht auch besser. Oh, ich glaube, den Weg hier sind wir schon mal hoch. Kann das sein? Aber im Sommer. Überhaupt im Sommer, im Winter, auf so einem Felsen zu klettern oder so hoch zu klettern, muss eigentlich ganz schön gefährlich sein. Aber natürlich nur für diejenigen, die es nicht geübt sind. Türmont. Und rein da. Hallo Achilles. Willkommen zurück! Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier machen. Versteckte Klinge, versteckte Klinge, versteckte Klinge, bitte. Yes! Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Hey, halt!
Hilfe! Komm, bitte! Hilfe! Er wird sterben! Was denn? Ja. Keine Zeit! Bitte komm! Wenn das ein Trick ist, dann schwöre ich, dass du es bereuen wirst. Verhältst, glaube ich, eigentlich eher nicht, dass das ein Joke oder ein Fake oder sonst was ist. Ein Biber. Da links war gerade ein Biber. Also nur für alle, die es nicht geblieben haben. Da unten! Er ist gerade unter der Brücke durch! Wie ist er da rausgekommen? Zu durch... Hilfe! Hilfe! Lass mich mal kurz vom Wolf. Ey, Terry ist ein Messer. Das sage ich. Man könnte es auch einfach ein bisschen offensichtlicher einblenden. Ne? Das Wasser nicht berühren soll, das ist viel einfacher. Helf mir! Bitte! Ich hab so das Gefühl, dass hier gleich der Wasserfall kommt. Ja, ich hatte recht. Es ist trotzdem beschissen. Und ich glaube, ich wiederhole die Mission. Was dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf den Baum stemmen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Vermutlich liefern die uns das Holz für unser Herrenhaus Verbesserungen. Rettung aus dem Fluss. Hier. Die würde ich gerne wiederholen. Egal. Die Ruhe wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und ich habe und was? Versteckte Klinge. Was Nützliches.
was soll das jetzt, bitteschön? Ah. Verstehe. Verstehe. Helf den Leuten, dann helfen sie dir. Nach dem Prinzip. Aber trotzdem. C und A. Was soll das denn? Guten Morgen. Was ist denn C, A? Carmen? O, D, T... T wird Terry sein. Ach, das sind die Namen. Nehme ich mal stark an. Gut, dich auf den Beinen zu sehen. Verstehe, verstehe. Dann zeige ich ja mal her. Wo gibt's denn hier Leute für die Siedlung? Da. Ich möchte es einfach mal gleich mal ausprobieren. Da ist er. Einen schönen Tag. Komme ich da hoch? Dürfte ich, ja. Aber weiter hoch nicht. Halt nicht. Ah, aber da hoch komme ich definitiv. Also da drüben, wo der umgestürzte Baum stand, ist, komme ich definitiv hoch auf die Bäume. Okay, wenn der schon einen Baumstamm hinführt, dann kommt man hier mit Sicherheit hoch. Schämt ihr euch nicht? Oh, so ein pechaltes Haus. Schämt ihr euch nicht, diesen Mann da auf den Händen zu lassen? Ist das nicht, ne? Stopp! Ich will mit der versteckten Klinge kämpfen. Vor allem will ich was sehen. Alter! Seit wann können Konterfell schlagen? Mann! Kann man mir verraten, seit wann Konterfell schlagen können? Meine Fresse! Geht doch nicht an. Ja, ich bin gerade angepisst. Aua, das muss wehtun. Was um alles in der Welt geht denn hier vor? Und diesmal will ich... Wo ist meine versteckte... Ich hätte gerne die versteckte Klinge auf 2. Bitte!